Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo IP und ich bin sowas von froh, dass die Szene hier noch nicht angefangen hat, als ich hier raufgeklettert bin. Habe ich vollkommen vergessen. Ja, wir sind zurück vom Training. Ich habe kein bisschen weiter trainiert seit der letzten Aufnahme und ja, ich habe die normalen Kleidung aller Charaktere ohne Accessoires und so angezogen. Ich habe sogar seine Sonnenbrille abgenommen, um zu zeigen, wie ernst ich es meine. Und ja. Ich hoffe, wir schaffen diesen Boss, den wir so kläglich versagt haben, dieses Mal. Und ja, wir benutzen erstmal hier dieses verfluchte Gericht, was uns voll die Verteidigungsbuffs gibt. So, ich habe übrigens noch hier Giftwehr und Lederumhang und so weiter und so fort ausgerüstet. Weil ich habe in den letzten Aufnahmen bemerkt, der Typ vergiftet uns andauernd. Und ja, jetzt ist mir sogar noch was eingefallen. Und zwar Siegelwehr, genau. Weil das verhindert, dass wir irgendwas machen können. Und das möchte ich nicht. Und wir machen jetzt den Boss platt. Und wir überspringen die Cutscene, weil die haben wir schon gesehen. So. Jetzt bist du dran. Ich hoffe, wir schaffen ihn, weil sonst ist das nicht schön. Okay. Ganz langsam. Verteidigung. Oh, Verteidigung, ja super. Der hat sogar TP. Okay, Schwäche ist Erde. Ich möchte mich mal mit Mila verbinden und... Ne, Quatsch, mit... Elvin. So. Vorsicht! Und jetzt setzen wir erstmal das hier ein. Und das hier. Upsala. Stimmt. Zack. Verdammt. Wie war das nochmal? Elvin. Verdammt. Wie viel haben wir abgezogen? 8000, okay. Das ist viel, glaube ich. Weiß ich nicht. Jetzt mal haben wir, weiß ich nicht, gerade mal 15.000 abgezogen, wenn ich mich nicht irre. Ich hätte vielleicht noch eine Strategie was umbasteln sollen. Ich bin so gut vorbereitet für diesen Kampf. Durchhalten. Das müssen eben Objekte. Muss ich mal gucken. Bis gar keine mehr übrig bleiben. Und wenn ein Mitglied tot ist. Bis fünf. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich will den Kampf gewinnen dieses Mal. Mann. Wenigstens können jetzt hier nicht so viele nervige Statussachen eingesetzt werden. Ich glaube, ich nehme Rogue gleich auch noch mein Team für Magie. Ich könnte aber auch das hier die ganze Zeit machen. Die ganze Zeit. Was das bringt, weiß ich nicht. Oh. Ach nee, mit ihm war das ja scheiße. In dieser Erdfaust. Und 1500 Schaden. Geil. Oh. Nicht getroffen. Gut. Genauso wollte ich das. So, Elvin. Setz dein verdammtes Ding ein. Und ich glaube, ich wechsle mal Mila mit Rowan aus, weil sie hat verdammt noch mal verdammt oder auch nicht. Gerade wo ich gesehen habe, dass ich ja diesen Erdangriff einsetzen kann, Idiot. So, Rowan, kannst du vielleicht? Nein, geh doch nicht auf mich. Oh, immer ein Aufladen. Gut. Nein, geh nicht auf Rowan. Warum machst du das? Ich glaube, der Angriff bringt das nicht so. Und warum setzt niemand verdammt noch mal ein Trank des Lebens ein? Ich habe da eingestellt, die halt einsetzen sollte. Glaube ich, da brauche ich nicht. Und wir sind alle gelähmt. So kann man keine Art einsetzen. Zack. 5000.
Zack. 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 Boah, er macht aber auch Schaden gegen das Vieh. Komm her. Komm her. Aua. Aua. Oh Gott. Mann. Und aufladen. Und ich habe nicht genug TP für Tiger Rage. Ja, aber du bist gleich tot. Gleich tot. Komm her. Nur noch ein bisschen. Ah, komm. Tiger Blade. Yes. That was quite the nuisance. But it sure was pretty. I don't believe it evolved naturally. Then that would mean. Oh, Fortschritt. Gut. Erdummangel, ja, den brauche ich natürlich jetzt. Und Flügelschuhe. Und die Nudeln. Ich glaube, daran lag es. Ja, die Nudeln waren. Yes. Warum hat Elise kein Level Up? Was soll das? So, wie geht die Story jetzt weiter? Hold up! What do you think you're doing? Wait. Can't you feel it? What? They're lesser spirits. Oh, how wonderful. Wowie kazowie! Tja, bist mir eine schöne Geistergöttin, wenn du halt nicht erkannt hast, Mila. Thank you, Jude. Huh? I forgot myself. And nearly destroyed those lesser spirits. Oh. Then, shall we return to Sherrilton? These people had intolerable amounts of mana extracted from them. Ja. Königlicher Saboteur. Verbindungsenthusiast. Und das Oberste konnte ich gar nicht mehr lesen. Ungleiche Freunde. Those lesser spirits were so beautiful. I've never seen one before until now. I've encountered some during my time, but not the numbers we just witnessed. Then you're just like us. Indeed I am. Rowan, thank you for taking my hand when we jumped. You needn't thank me at all. I merely did what I'd do for any of my friends. That's right, we're friends. Yay! I never thought we'd make friends with someone much older. You're very good with children. No, not at all. I just know how to treat a lady. And such a charmer as well. I do get that a lot. I bet you do. Okay. Ein Zuhause für Elise. Ich möchte dieses Kind nicht abspielen, aber okay. I'm sorry we put you in danger again. It's okay. You don't need to say that. We're friends now. Are you sure? Even I get freaked out traveling with Mila sometimes. You and me both. Hey, Elise, I bet we can find some place nice and quiet for you to live around here. You'd be away from all this danger. But I don't want to leave. This is out of the blue. You got a line on someone who'd be willing to take her? Well, not yet. Don't go making promises you can't keep! So what's the plan, kid? I'll figure something out. I promised Mila I would. For Mila, huh? Solange ich diesen Controller in der Hand halte, werden wir Elise nicht weggeben. Soweit kommt's noch. So, ist hier noch weit. Das sieht ihr ja, hallo. Man kann ja wirklich hin. Und kann man auch ja, hallo. Ach, die waren ja alle drin, ja. Ob hier Schatztruhen drin sind. Ich muss nachgucken. Ich in meiner Berufung als Zocker muss ich nachgucken, auch wenn hier nichts ist. Ich glaube nicht, dass hier nichts ist. Hier muss irgendwas sein. Und wenn nicht, dann stehe ich einfach nur blöde da. Ha ha ha, ha. Ich glaube, hier ist echt nichts, verdammt. Na komm schon, ich gehe extra jeden Raum ab. Hallo? Das war peinlich. Hallo? Verdammt. Komm schon. Nein, kein. Oh, geil. Yes. Schön. Okay. Hier ist irgendwo ein Speicherpunkt, oder? Blö. What the? Hier war irgendwo ein Speicherpunkt letztens. Oder?
Da ist eine Speicherung. Okay. Kann ich die Aufnahme noch mal beenden? Verdammt! Ah! Als ich ein paar Probeaufnahmen gemacht habe, habe ich noch vor diesem glitzernden Ding, wo wir reingesprungen sind, habe ich eine Truhe noch entdeckt. Ich habe leider auch reingeguckt, da waren Tränke des Lebens drin. Verdammt! Ah! Ach, die hole ich mir offscreen. Ich speichere gleich, hole mir die offscreen und fertig. Drei Stück waren da, glaube ich, drin. Mann, ich wollte diesen Schmetterling, Motte und so voll platt machen, habe ich das voll vergessen. So, holen wir uns den Schlüssel erstmal. Und zack. Und wir haben Sonnenanbruchsphäre. Eine Sphäre aus Licht, die jeden Gegner, den sie erfasst, wegfinkt. Kann mehrmals hintereinander ausgeführt werden. Also wie jeder Angriff. Hol dich schnell, wenn du niedergeschlagen wirst. Nö. Technikpunkte, nö. Intelligenz, ja. Kombo-Ausschöpfung. Erhalte 1 TP plus 9 Treffer. Das könnte bei ihnen sogar nützlich sein. Haha. So. Und versuchen. Sauber ein Feind durch eine Verspottung. Nö. So, mehr TP. Was haben wir hier? Illusionsangriff. Keine Ahnung. TP. Ich weiß nicht, warum ich bei ihr so auf TP gehe. Aber was soll's. Ich einen Angriff durchspringen ab. Ich weiß nicht, was das sein soll. So, noch mehr TP. Ach, Totenglocke. Das ist bestimmt dieser nervige Angriff, was diese Motte eingesetzt hat, ne? So, Sprungabbruch. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll. Ich guck's mir gleich mal an, aber na gut. So, Stärke. Vitalität. Hast du schon alles? Oh Gott. FP daneben. Und Intelligenz voll wenig. Boah. Hier kommen wir auch schöpfen. Bei so einem langsamen Kämpfer wird es bestimmt nichts bringen, aber was soll's. Was haben wir noch? Medizinische Meditation. Bei Tatenlosigkeit Kampf werden ein KP langsam aufgeladen. Was? Wie geil ist das denn? Impulsschuss. So, hier sind wir richtig. Kritisch, hört die Chance einen kritischen Treffer. Nö. Hier ist der Schlüssel. Gut. Noch mehr FP. Und Geschicklichkeit. Was ist das denn hier? Ach, physisch bleibt. Ron, bei dir geben wir. Wir holen uns erstmal den Schlüssel. Gut. Genau das wollte ich machen. Weil da sind auch mehr TP und so. Yay! Und mehr physisch. Mehr Psychic. Okay. So. Wer hat denn jetzt alles mehr FP? Du. Versuchung. Sprungabbruch. Breche einen Angriff durch Springen ab. Ja, zwar braucht mal jeden kommen mit mehr als 4 Treffern. Nehmen wir das und Versuchung. Oh, 8. Der Zauber ein Feind durch eine Verspottung in einer 20%igen Wahrscheinlichkeit. What the f. So. Erdschutz. So. 15, geil. Kurzer Gewinner. TB Kombo Wiederherstellung. TB Kombo Hilfe. Wo ist denn dieser eine hier? Achso, hier, ja. Gut. Und Geist, was auch immer. Erdschutz. So, Elise, was? Warum machst du noch so viel? Mit der Resistenz gegen Wind um 30. Ja, und... Ja, weiß nicht so. Und Roll. Und bei dir nehmen wir Dirigent. Bei Atembestimmung werden keine TP... Okay. Keine TP-Verbrauch direkt realisiert. Keine Ahnung, was das ist, aber egal. So, und das hier. So, und du brauchst TP. Mindere Schäden durch Dingens. Ach, das werde ich das sowieso nie schaffen. Geist. Und wo ist das mit den Dingen? Mit den mehr TP. Ach, er hat das noch gar nicht, oder? Nö. Okay. So. Und ja, die Krankheiten werden geheilt. Jeder ist wieder voll AP, außer Elise. Okay, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Obwohl, wir haben noch einen Erdmang bekommen. Ach, was soll's. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir nach Sheridan zurückgehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, tschüss.